TSV Neuses, ja, gewinnt das Derby gegen Kosmos Eichstätten mit 2-0. Ja, Mann des Tages, muss man so sagen, ist der Lukas Drexel, der jetzt bei uns vor der Kamera ist. Das erste Tor selber gemacht mit einem Freistoß. Das 2-0 resultierte aus einem Elfer, der an dir verursacht worden ist. Ja, und vor allem ja, vor dem Spiel natürlich viel über deinen Wechsel zur neuen Saison nach Eichstätten geredet worden. Ja, aber die richtige Antwort, Lukas, auf den Platz geben. Ja, da bin ich immer der Meinung, muss die Antwort auf den Platz geben. Die ganze Woche ist viel auf mich eingeprasselt. Jeder wollte was wissen, hier und da, aber der Wechsel ist jetzt schon länger bekannt. Und deswegen ist es trotzdem für mich wichtig, dass ich alles gebe in so einem Spiel. Und natürlich für den Verein, wo ich jetzt gerade bin und der mir auch am Herzen liegt, der TSV Neuss, dass ich alles gebe. Und war ein verdienter Sieg heute. Wir haben alle ganz gut gespielt eigentlich. Ja, alles hat natürlich auch drauf geschaut, was Wattingen macht. Die haben 1-0 gewonnen. Somit fällt die Entscheidung um Platz 2 am letzten Spieltag. Ihr geht mit einem Punkt Vorsprung ins Rennen, müsst nach Ziemetshausen. Ja, ihr müsst siegen, um ganz sicher in die Relegation zu kommen. Ja, das war uns heute auch schon klar, dass wir 2 Spiele gewinnen müssen, weil Wertingen einen guten Lauf hat. Auch wenn Zusmershausen ein schwerer Gegner ist, ich habe damit schon gerechnet, dass Wertingen das Spiel gewinnt. Jetzt haben wir ein Endspiel am letzten Spieltag, damit wir noch 4 Spiele spielen können hoffentlich und dann am Ende unseren großen Traum verwirklichen können. Ja, für dich natürlich wäre es auch ein Traum, Lukas, denke mal, sich mit einem Landesliga-Aufstieg dann hier zu verabschieden. Natürlich, ich bin 3 Jahre jetzt ein wichtiger Teil, denke ich, in der Mannschaft gewesen und auch immer noch, wie man heute gesehen hat. Und außerdem will ich ja Neuses aus dem Weg haben für nächstes Jahr, weil wir haben ja eine gute Truppe hier. Muss nicht unbedingt sein. Und einen Aufstieg, ich feiere ja auch gern, wäre ich dabei. Ja, wäre natürlich schade, weil dann hat man Derby weniger in der Bezirksliga. Aber wie gesagt, als Sportler hat man Ziele und für das wünschen wir dir alles Gute. Lukas, danke. Jetzt haben wir den Bruder, Max Drexler von Kosmos Eichstätten vor der Kamera. Max im Derby, im Bruderduell heute den Kürzeren gezogen. Der Bruder hat 2-0 gewonnen, steuert auf die Landesliga-Relegation zu. Aber ihr habt ja nächstes Jahr dann, nächste Saison im Team. Er hat heute ein gutes Spiel abgeliefert. Ja, auf jeden Fall. Die Qualitäten hat man heute gesehen. Eins vorgelegt, dann eins selber gemacht. Das hat er schon überragend gemacht. Im Endeffekt sind wir halt zu weit weggestanden und beim Freistoß haben wir uns dann selber auch blöd angestellt. Aber er hat es gut gemacht, muss man ihm lassen. Ja, ja, er hat heute gezeigt, warum er ihn natürlich nach Eichstätten zurückholt. Habt für euch, die Saison klingt aus, nächste Woche noch ordentlich dann verabschieden. Ja, so schaut es aus. Nächste Woche wollen wir noch mal gewinnen. Wir haben jetzt halt nur ein Spiel, das ist ein Heimspiel und wir haben jetzt schon ewig nicht mehr gewonnen und das wollen wir gewinnen, dann eine gescheite Abschlussfeier haben und dann passt es und dann ist die Saison zu Ende und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Max, danke fürs Interview und dann nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Danke dir.